So, und es geht munter weiter. Warum ich allerdings Ciao sage, verstehe ich auch nicht so ganz. Da fällt mir doch bestimmt was Cooleres in. Ich komme wieder. Ne, ich glaube, das hat schon jemand gehört. Oder, ne, mit so Keks wie Ciao Kakao fange ich gar nicht erst an. Was mit dem Alligator muss anders sein, da kommen wir wahrscheinlich die Sakus angerannt und die Cappuccinos, obwohl ich es nicht Cappuccino nennen darf, weil meine Tochter dann meint, ihr armer Cappuccino, die trinkt nämlich kein Cappuccino, was ich so nicht ganz nachvollziehen kann, und er levelt schon wieder wie ein Berg. Oder ich weiß jetzt gar nicht, ob Berge leveln. Nicht gut beachtet. Aber wahrscheinlich schon. Alles levelt. Komm, du schaffst das. Du bist der Großer. Gibt es sehr seltsame Geräusche. Gut gemacht. Und voll ist er. Dann ab nach Hause. Ja. Ein Stückchen Orange. Ah, passt doch wie die Faust aufs Auge. So. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorhin fertig gequatscht habe, aber falls irgendeiner von euch hier wirklich Ahnung von JavaScript hat und der Meinung ist, er könnte mir da vielleicht helfen, ich wäre sehr verbunden. Weil irgendwie muss ich das dann auch dann doch irgendwann mal lernen. Gedingst. Mir fällt aber gerade mal so auf, es hat schon lange keiner mehr Namensvorschläge gemacht. Wir haben doch immer noch Viecher, die man benennen müsse. Der Moschops hat noch keinen Namen. Der Duet hat noch keinen Namen. Kommt, gebt mal kreativ. So, was können wir da hinlegen? Auf jeden Fall mal. Gut, der Rest haben wir. Ist in Ordnung. Zack. Und zack. Ah, ich könnte mal eine neue Schuh basteln. Eine Kristall haben wir noch. Und dann hätte ich sagen, gehen wir auch direkt mal zählen, wie viel man da hinten jetzt noch an Dings braucht. Da, der, ja, guck. Ich tippe ein. Ping. Zack. Gut. Also, gehen wir zählen. Oder hast du noch was an Bord, was interessant sein könnte? Ja, ein bisschen Metall. Gucken wir gleich. Aber komm, wir parken mich immer nur zurück. Es wird hier langsam. Echt, sieht ja aus wie beim Häuptling und am Bett. So, hast du gut gemacht, hast du rosa. Denn das Ding läuft noch, da können wir die zwei Dinger gerade drin schmeißen. Wie weit ist das eigentlich? Also sogar fertig. Okay, dann gucken wir mal. Was haben wir dann in Öl? Da haben wir jetzt 16 Öl und wir brauchen 6. Das heißt. So, über 2 können wir machen. Das heißt, wir brauchen 10 wieder. 5. Haben wir schon. Komm, glaub mal, die fährt sich vom L deine Laube gerade drin. Und ja, das Metall wollte man reinschmeißen. Ganze 2. Ah, gibt immerhin ein Barren. Und du Kacke. Ich meine, irgendwas mit. Du bist echt der Held. Irgendwas mit 12 oder 14. 1, 2, 7. Jo, 12. Das müsste man doch jetzt irgendwie gebastelt kriegen. Räumen wir hier auf.
Und dann gehen wir pflanzen. Dieter, folgen Sie mal. Ja, heute läuft's mal. Scheint eine gute Woche zu werden. Jetzt ging es lang dauern, und dabei haben wir doch schon ziemlich viel handwerkliches Geschick. Das hat aber wohl nichts mehr allerdings zu tun. Noch vier. Lagern wir das nochmal drüber. Typische Bauplanke. Dann haben wir noch die andere Verdrücker. Scheiße, was habe ich jetzt rübergelegt? Oh, das ist auch noch Zement. Schwer? Oh je, ich weiß es nicht. Haben wir hier zufälligerweise Schere drin, die. Ja, die haben wir wahrscheinlich auf dem Schild. Gut, okay. Weil es wäre Zeit zum Rasieren. Ich laufe da rum wie so gehängter Wikinger. Aber wieder ein bisschen Sprit, also müssen wir mitholen, stimmt. Sonst verbraucht er das ja. Gut. Warte mal gerade darum. Ich weiß, ich hätte jetzt auch einfach ohne anfangen können, aber ich mache das lieber auf der Seite, wo ich aufgehört habe. Gezwungen wurde aufzuhören, weil ich kein Material mehr hatte. Dann müssen wir die Wasserleitung hinsetzen. Ach, der Duet hat es voll drauf dahin. Gut. Haha, sind wir toll. Wie sieht denn das düngertechnisch aus? Ganz hervorragend. War so ganz Ding schon voll. Jetzt bitte. Warum eine 2? Ey, ganz einfach. Ich muss da ja noch irgendwie Pflanzliches drin setzen. Und erst wenn das gegärt hat. Ja, genau, wenn das gegärt hat. Idiotekind, Doppel-Idiotekind. Beinahe Dreifach-Idiotekind. Nee. Quatsch, mir wollte das und das und. Wo ist denn das hin? Wenn ich so schnell rumklicke, dass das verpeilt hat. Dünger. Zack, zack. Das Fiese ist, wenn man nicht aufpasst, sieht was dann hier raus und denkt sich dann, warum ist in meinem anderen Beet nichts mit drin? So. Hervorragend. Was machen wir? Also ich täte sagen, zweimal Narkobeere. Wäre jetzt so mein Ding. Ey, Moschops, hast du noch? Wenn nicht, müssen wir nochmal durchgehen. Und er hat Update. Ja, er hat noch. Zack, zwei. Dann kann der schon mal laufen. Das Ende läuft natürlich nicht, weil wir dort noch keine Wasserleitung hier haben. Die können wir jetzt aber schnell hinbauen. So, Wasserleitung. Wo haben wir die hingehobt? Ans erste vom Tor. Das wäre dann hier. Irgendwas. So, Wasserleitung. Du bist schön. Dann müsste er nämlich jetzt 176 und. Und. Ja. Gut, dann gucken wir jetzt mal, bis wohin die 600 sind. Und wenn die runtergehen, dort setzen wir dann den nächsten hin. Das wäre dann hier. Bei unserem Kollegen. Wenn er noch weiter so da rumhüpft, zähme ich den wirklich. Zwei. Der macht das nämlich jetzt schön symmetrisch. Und das wäre nach Adam Riese hier. Oder?
Das zweite, ja. Hey. Können wir gerade hier weiter gucken? 600. 600. 600. Und da hört es dann wieder auf dem Spaß. Dann sollten wir das hier hinsetzen. Okay. Kein Problem. Machen wir ja. Ja, wenn es mal läuft, dann läuft's. Klatsch. Das ist dann das Wetter, also das mittlere. Bong. Hier also. Gut. Dann werden wir hier jetzt gleich. Achtung. 600. 600. Da hört schon wieder auf. Also noch zwei. Vielleicht können wir auch gerade hier bauen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die noch brauchen. Gerade mal einen zwischengedampft. Mal gucken. 600, 160, das wird dann wieder hier. Das war doch mal seit 18. Dann Hammer. 600, er hat dann wieder, er hat noch. Ah, hat. Hat. Hat nicht. Wenn ich jetzt doch was sehen würde. Der da drüben ist doch der mittlere. Oh, der hat hier. Oh, ist geil. Das glaubt ihr trotzdem. Nee, Moment mal. Hier die mittlere. Oh, wie geht das wieder los? Hier die letzte. Oh, es geht schon wieder los. Dort die letzte und hier die mittlere. Gut, gucken wir einfach mal, wie weit wir da kommen. 600. 600, du hast schon kennst mich. Dann ballern wir das hier hin. So. Ja, jetzt müsste so alle haben. Hervorragend, der Wächshaus ist fertig. Ich muss jetzt eben nur gepflanzt werden. Das heißt, wir machen in die viereckige die Beere und in die dreieckige die Nidbeere. Das haben wir dann an der Nidbeere, Kollege. Anitbeere, Hammer, Zitronensahne, ja, Zitronensamen. Okay. Und mal 3 von dann mit. 3, 5 von dann. So, jetzt schnell, dass die verderben. Ja, ja, heulen wir darum. Ach, Dünger, ja, stimmt. Deshalb wollte ich hier anscheinend pflanzen, egal. Ich schmeiß mal rein und gucke, was passiert. Müssen wir uns bücken. Oh, wie er wieder weint.
1. 2. 3. So, was ich eh machen wollte, damit man hier auch nochmal rauskommen, falls wir dann irgendwann mal ein Unterwassertier haben. Wir basteln jetzt 2 Rampe. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich... Ach komm, nee, wir haben 100% schöne Rampe. Schmeiß mal der Kollege kurz ins Wasser. Voll. Trink du. Ich höre jetzt auf zu weinen. So, jetzt hast du überhaupt keinen Grund mehr zu weinen. Hier dann wahrscheinlich. Nein. Dann hier vielleicht. Ist das Wanda? Jo, sag ich doch. Ja, das Material können wir uns wieder sparen. Das ist ja Pfennigfuchser. So, die Bastler mal jetzt dort waren. Einmal. Zweimal. Das, wenn wir dann mal ein Tier haben, dann hier zurückkommen, dann schwimmen wir da hin und krabbeln dort raus. Yes. Und das Gewächshaus ist halt fertig. Ich wollte noch Geländer bauen. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay. Das sollte ja gar kein Thema sein. Oder was man hier? 20? 20, dann ist Loch da voll. Ja. Ja, bauen wir, komm. Sei mal ein Mann. Und rasier dich, Alter. Das sieht ja schlimm aus. Boah, Bärte, jetzt bei mir echt offen Spaß. Und noch 5, bitte. Schon geht's wieder. Jetzt haben wir zwar 20 Geländer am Gepäck, wo wir das Material gerade so für gepackt haben. Ja, aber wenn man mal so gebaut hat, mir scheine unglaublich viel Verschnitt zu haben. Hätte ich schon mal fast zu sagen. Tja, wenn er 3D-Drucker hätte, da hast du eigentlich gar keinen Verschnitt. Brauchst du bestimmt blöd, um das Ding inzurichten. Oder es. Objekt rutscht davon da. Willst du mich jetzt verarschen? Oh, Fundament in der Nähe. Wissen wir was? Da bauen wir genau dort. Ey, wir kennen sie. Aus purem Trotz. So. Jetzt hat er doch Format. Ja, jetzt können wir dann dort pflanzen und ernten und wir gehen voll die Selbstversorger. Oh, von da irgendwie jetzt bei mir dann langsam auf. Kann man dir noch aufs Maul hauen? So, jetzt macht vom Acker. Gut, weil du nervst mich voll. Na, oh, es fängt an zu wachsen. Gut, der Gartner. Wo parken wir denn dann? Mittig zentral wäre eigentlich am besten. Gut, der hat auch ziemlich perverse Range normalerweise. Komm, wir bauen erst mal. Gartner, wo bist du denn? Du, gell? Jo. Da gibt ja 134 Zement jetzt, kriegst aber an die Nerven.
Kann ich Zement basteln? Oder muss ich echt Bibermob gehen? Die Hütte, da können wir mal ein bisschen verschönern. Nein, sind mal Kugel rausgekommen. Reicht das? Was meint man? Gartner. 20 Zement, du willst mich doch verarschen. Was brauchst du für Zement? Oh nee, er will mich nicht verarschen. Gut, dann würde ich sagen, enden wir für heute. Und morgen geht es noch weiter mit Bibermobben und Gartner bauen und so weiter. Gut, also, ja, Grimmerhin, bis morgen dann.